Videoclip im Oktober. Gerade haben wir Erntedank gefeiert. Wir blicken mit Dankbarkeit auf die vielen Gaben, die uns die Natur geschenkt hat und uns für den Winter vorbereitet. Es beginnt jetzt auch die kalte Jahreszeit und damit für uns alle die Heizperiode. Deshalb könnte ich Ihnen heute wieder einige Heiztipps geben, sodass Sie die Leistung Ihrer Heizung besser ausnutzen. Ich habe hier zum Beispiel Styropor-Tapete mitgebracht, die auf einer Seite mit Alu kaschiert ist. Mit dieser Folie können Sie hinter den Heizkörpern dafür sorgen, dass die Wärme des Heizkörpers in den Raum reflektiert wird und nicht die Wand nach draußen aufheizt und Sie letztlich den Außenbereich heizen. Hier hinter diesem Heizkörper befindet sich allerdings keine Alufolie, weil es eine Innenwand ist. Eine andere Sache wäre natürlich das Stoßlüften, aber da brauche ich nach dem letzten Corona-Winter Ihnen nichts mehr dazu erzählen. Da wissen Sie sicher bestens Bescheid, wie das geht. Das wären zum Beispiel zwei von den kleinen Schritten, die natürlich auch etwas bringen, wenn viele, viele Leute sie gehen. Um allerdings wesentliche Mengen an Kohlenstoffdioxid einzusparen, braucht es richtig große Schritte. Heute möchte ich schonungslos etwas über den riesigen Energieberg erzählen, den wir noch abbauen müssen. Die Zeit ist dafür wirklich reif. Machen wir uns auf den Weg. Am Anfang steht sicher eine gute Kenntnis Ihrer Fakten. Und zwar ganz konkret sollten Sie wissen, was Sie an Energie verbrauchen. Dazu drei wichtige Fragen. Eigentlich dreieinhalb. Wie hoch ist Ihr jährlicher Verbrauch und was können Sie davon noch einsparen? Wie viel der Heizenergie, die Sie verbrauchen, ist noch aus fossilen Energiequellen und wie viel davon schon aus regenerativer Energiequelle? Und die wichtigste Frage: Was kann ich oder was können wir tun, damit der Anteil an regenerativer Energie dabei wirklich größer wird? Hier ist ein Verantwortlicher für eine Immobilie sicher in ganz anderer Weise gefragt als ein Mieter. Und dennoch können alle Personen einen Stein ins Rollen bringen. Sie können nachfragen, sie können sich austauschen. Sie können ganz konkret Vorschläge machen, damit es vorwärts geht. Es gibt hier schon ermutigende Beispiele. Die Kirchengemeinde Lütau aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat sich bereits auf den Weg gemacht in die Zukunft. Sie heizen seit diesem Jahr mit einem Holzhackschnitzelkessel und benutzen dazu Holz aus eigenem Knick. Dieses Knickholz und eine Solarthermieanlage heizen nun Kirche, Kita und Pastorat. Lassen Sie uns anstecken von dieser Aufbruchstimmung. Machen wir uns auf den Weg. Denken wir an unsere Kinder und Enkel und sagen einfach: Auf die Plätze, fertig, los! Und tschüss, bis zum nächsten Mal.